Ja, ich denke, man kann mich hören. So, moin. Wir haben jetzt die dritte Interviewrunde gerade am Start. Kein Ton? Kein Ton. Müssen Ton haben. Ton, 1, 2, 3. Doch, haben Ton. Gut. Also, ja, also nochmal von 9. Wir sind jetzt die beiden, die dritte Interviewrunde machen. Neben mir ist der Zarko, hi. Genau, und ich bin der PsychShot. Und wir stehen jetzt schon beim ersten Stand. Und die sind nämlich schon mittendrin. Wir können da mal kurz reinfilmen. Und die haben etwas Schönes mitgebracht. Und das wird man natürlich kurz mal mit jemandem darüber reden wollen. Habt ihr jemanden? Wir wollten gerne mal kurz mit euch reden. Geht das? Okay, dann müssen wir halt mit diesen darüber reden. Super. Hallo. Du bist wer? Thomas Eberhardt. Hallo Thomas. Du bist doch, glaube ich, derjenige, der das Kartenspiel, was wir hier haben, erfunden hat. Magst du uns kurz was dazu erzählen? Ja, genau. Also mein Name ist Thomas Eberhardt und ich bin Spieleautor und großer Star Citizen Fan. Und letztendlich, über 3 Jahre Entwicklung hinweg, habe ich ein Kartenspiel entwickelt, ein Strategiekartenspiel, was Quadrants heißt, also Staffeln. Und bei diesem Spiel geht es darum, wie man hier sieht, letztendlich, es gibt verschiedene Staffeln. Du als Spieler suchst dir eine Staffel aus, die dir passt vom Geschmack. Wir haben aktuell im Prototyp 2 Staffeln, eine Wandelstaffel, die Duck Marauders, und dann die UE-Staffel, die White Eagles. Und du suchst dir deine Staffel aus und gestaltest die Staffel nach gewissen Regeln so aus, wie du sie haben willst. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ach, die Retaliator, die gefällt mir nicht so gut, die ist mir zu träge, dafür baue ich mir jetzt irgendwie einen schnelleren Jäger ein, dann kannst du das selbst so gestalten halt. Das klingt ja alles schon mal ziemlich spannend und natürlich auch sehr, sehr vielschichtig. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, so ein Spiel zu machen und wie ist die Lernkurve bei so einem Spiel? Also der Grundsatz ist easy to learn, hard to master. Ja, also das war der absolute Grundsatz. Das heißt, ich garantiere dir, wenn du ein Spiel mit mir spielst, dann weißt du, wie es funktioniert. Und die Facetten, die dann aber natürlich entstehen mit steigendem Spielerlevel sozusagen, mit der Erfahrung, das Spiel bedient praktisch bis in die hohen Riegen den Anspruch halt. Ne? Das heißt, je besser wir werden oder je besser wir beide werden würden, umso härter werden die Matches eigentlich. Ne? Am Anfang kommt man noch leicht rein, aber nachher, wenn du weißt, was du für Karten in deinem Deck hast und was ich für Karten habe, dann wird das dann relativ knallhart dann halt auch. Und dann kommst du natürlich auch auf jede Karte an, die du in deinem Deck individuell rein- oder rausgenommen hast. Ne? Ja. Und wie man auf die Idee kommt, alles fing an eigentlich mit einer Spieleentwicklung aus meiner Liebe zu Star Wars für Clone Wars. Da habe ich praktisch ein ziemlich großes Brettspiel entwickelt. Und ja, aber irgendwann kam halt eine neue Liebe und das war Star Citizen. Ja, da haben wir uns wohl alle verliebt. Und letztendlich habe ich dann mein bestehendes System genommen und habe es dann nach 2 Jahren Arbeit in das verwandelt, was wir jetzt hier haben. Und ja, das sind 500 Stunden Arbeit plus, die wir haben. Wow. Ja, es war definitiv die Hölle. Also 500 Stunden klingt ja wirklich schon nach einer ganz schönen Menge Arbeit. Und ja, die Liebe zu Star Citizen, die teilen wir, glaube ich, alle. Deswegen sind wir heute alle hier. Ist ja auch ein einzigartiges Projekt, anscheinend auch wie das Kartenspiel. Da kommen wir nämlich zu der nächsten Frage. Wie lang sitzt man ungefähr in so einem Match, also durchschnittlich? Was ist die Spielzeit? Das hängt davon ab. Also wenn die Fronten sich verhärten, dann kann es mal bis auf 40, 50 Minuten hochgehen. Oder wenn die Spieler hart spielen. Also ich sage ganz klar, wir haben hier kein Uno. Ja? Und das wollen wir auch alle nicht. Sondern wir wollen was haben, bei dem wir uns entweder so mit Freunden oder im Verse, wo wir uns richtig schön reinfressen können. Ne? Aber wie schon gesagt, der Einstieg ist sehr einfach. Und wenn es mal ein bisschen härter und schneller geht, dann kann das Match auch nach 10 Minuten zu Ende sein. Also hängt von der Staffel so ein bisschen ab. Und da ist später. Der Plan ist, dass es viele verschiedene Staffeln gibt, die praktisch deinen Geschmack dann halt auch ansprechen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du magst Piraten, dann können wir auch Piraten bieten später mal. Ne? Also die funktionieren natürlich ganz anders als eine Wandul oder als eine UEI-Staffel dann. Cool, bei Piraten bist du dann natürlich schon mal bei mir genau richtig, ja. Weil ich bin einer. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Muss man kurz gucken, wir haben ja ein paar Fragen ausgedacht. Gibt es eigentlich speziell Regeln in diesem Spiel? Also Punkte, Hierarchie, an die man sich halten muss oder Sachen, die halt vorgeschrieben werden? Also das Ziel in Squadrons ist im Grunde folgendes und das macht es halt auch nochmal ganz besonders. Ich habe mir halt viele Elemente angeschaut und bei vielen Kartenspielen haben mich viele Sachen gestört, die ich dann letztendlich in diesem Kartenspiel abgeändert habe. Also ihr habt hier eigentlich ein sehr modernes Kartenspiel, was die Ansprüche, die mittlerweile an moderne Kartenspiele bestehen, zum Beispiel mehr Karten ziehen und so, ne? Also dass man nicht gefangen ist mit nur einer Karte ziehen, das habe ich alles ausgemerzt. Das Grundsystem ist folgendes, es gibt Location Cards. Ja, also du bringst deine Staffel mit, ich nehme meine Staffel mit. Du hast Piraten, ich habe Wandul. Ja? So, und dann sagen wir, hey, komm, wir machen ein Match. Und dann nehmen wir ein Kartenset, zum Beispiel bei den Locations vom Stanton-System, das ist jetzt aktuell im Prototyp das Location-Set, und ziehen 5 zufällige Locations von diesem Location-Set. Das heißt, da es 15 Karten gibt,
weißt du nie, was dich erwartet, weil das, die Konstellation der Locations kann immer wieder unterschiedlich sein, unabhängig von unseren beiden Staffeln. Also haben wir noch ein weiteres Element, was praktisch unvorhersehbar ist bei der ganzen Geschichte. Ja, und da mich das auch genervt hat, dass man bei vielen Spielen einfach nur eine Starthand zieht und der Sache dann ausgeliefert ist, habe ich auch das abgeändert. Und zwar bei Squadrons kannst du sogar deine eigene Starthand wählen. Das heißt, es gibt einen Punktwert und jede Karte hat einen, also die Karten, die einen Punktwert haben, die kannst du wählen. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ach komm, ich starte in diesem Match mit einer Retaliator und mit zwei Gladius rein sozusagen. Oder du sagst, du gehst mit Hornets ins Match und ziehst dann für die Starthand nachher noch vier verdeckte Karten dazu. Das heißt, du wählst am Anfang eine Starthand aus, ziehst vier verdeckte Karten dazu und das bildet deine Starthand letztendlich. Ja. Das heißt, du bist, wie schon gesagt, nicht der Sache so insoweit ausgesetzt. Ja, und um der ganzen Sache noch einen draufzusetzen, kannst du dich sogar noch um die Entscheidung über den ersten Zug balgen. Ja, also wenn du jetzt eine Location hast, bei der du sagst, boah, da will ich als Erster drauf sein, weil manche Locations geben für den Verteidiger einen Bonus. Dann, selbst dann gibt es noch Karten, die praktisch so einen Taktikwert haben. Und wenn du die vorzeigst, kannst du einen Anspruch erheben. Der andere kann auch zeigen, aber du verrätst natürlich deine Karten, die du hast. Ne? So. Aber auch darüber kannst du dann sagen, ja, okay, du hast einen höheren Taktikwert, also entscheidest du, wer anfangen muss. Ne? Also hat das Spiel ja, sage ich mal, sehr, sehr viele Facetten, ein bisschen Skill. Glück ist irgendwo ein bisschen natürlich entscheidend. Das hat natürlich dementsprechend auch den Vorteil, dass das Spiel sehr viel Mehrwert gibt. Also dass man es wieder häufig spielen möchte. Wir haben ja derzeit so ein bisschen Probleme als Citizens, ne, dass wir ein bisschen gucken müssen, wo wir unsere Zeit halt hinpacken. Und auch im Verse müssen wir uns natürlich früher oder später die Frage stellen, wie füllen wir denn den Quantum Travel aus oder ähnliches. Ne? Und da würde zum Beispiel Star Citizen Squadrons halt die Möglichkeit bieten, zum Beispiel übers Mobiglas, so genauso wie Hearthstone oder wie Gwent, ne, als Online-Spiele sozusagen übers Mobiglas zu laufen. Und dann könnte man halt, wenn man mit seiner HLI halt mal auf einen 10-Minuten Quantum Travel ist, seine paar Züge machen, warten, bis der andere seinen Zug macht, dann lädst du die HLI aus, lädst wieder auf und beim nächsten Quantum Travel bist du wieder im Kartenspiel mit drin. Das bietet halt eine Möglichkeit. Es ist natürlich schon ein Unterschied im Vergleich zum, ich schmeiß einen Ball auf den Basketballkorb, ne? Das stimmt allerdings. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich für einige eine sehr interessante Frage, wie sieht es mit der Vermarktung und der preislichen Gestaltung aus? Weil es klingt schon sehr interessant. Ich persönlich würde es gerne jetzt schon haben wollen. Ja, viele. Könnte man ja super mit anderen Leuten zusammen spielen. Aber vielleicht mal ein Statement dazu. Also, was ich sagen kann, CIG unterstützt uns offiziell. Wir haben ich habe einen nicht kommerziellen Vertrag. Und insoweit sind wir hier auch vertreten halt. Das war ja die Bedingung dafür. Von daher sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt geht es letztendlich darum, CIG zu zeigen, dass die Leute dahinter stehen und sagen, wow, das ist ein tolles Kartenspiel, das wollen wir halt. Auch jetzt vielleicht schon für die Wartezeit vor der oder während der eigentlichen Entwicklung halt. Ne? So, und zur eigentlichen Preisgestaltung, da kann ich noch nicht so viel sagen. Letztendlich reden wir, wie man hier sieht, über ein Starter-Set. Du hast 15 Location-Cards in etwa, du hast zwei Staffeln, du hast ein paar Zusatzkarten, die du halt noch brauchst. Und dann kannst du letztendlich schon starten. Noch ein Regelwerk. Wie teuer sich das gestalten würde, dazu kann ich noch nichts sagen. Aber eins kann ich sagen, es wird Premium. Absolut Premium. Es war mir wichtig, dass wir einen hohen Qualitätsstandard beim Spiel an sich halten. Und ich glaube, ich habe so ziemlich das Beste rausgebaut, was ich hätte rausholen können. Und auch wenn es nachher im Grunde eine Starterpackung gibt, dann wäre es so, dass das Beste vom Besten aufgeboten würde. Also bestes Papier, beste Verpackung, ein schönes großes Regelwerk, gerade für die Founders Edition, ne, also für die Ersten, die bestellen halt. Ihr würdet das Beste bekommen, was ihr euch verdient habt. Cool. Das war ja schon mal ein ganz netter Einblick, sage ich mal, in dieses wunderschöne Kartenspiel. Das wird dann mit Sicherheit, denke ich mal, auf jeden Fall mit der Zeit größer werden, je nachdem, wie viele Schiffe noch kommen und Locations etc. Ich bedanke mich erstmal. Ja, sehr gerne. Und vielleicht spielen wir heute noch mal eine Runde miteinander. Ja, das würde mich sehr freuen. Mich auch. Gut, wir müssen bloß leider weiter. Okay. Dankeschön. So, ja, liebe Freunde, habt ihr gehört, war ein richtig cooles Kartenspiel oder ist ein cooles Kartenspiel. Vielleicht zeigen wir heute noch mal eine kleine Runde, wenn wir heute spielen. Und ich würde es einfach mal an meinen Kollegen abgeben und er würde sich jetzt den nächsten Stand, die Umbrella Space Corporation, vornehmen. Machen wir das. Herzlich willkommen. So, Zarko hier und ich würde gerne noch mein Tablet haben. Dankeschön. Wo sind wir denn? Okay, Umbrella Space Corporation. Hilfe. Ich mache komische Dinge. Hi. Dich kenne ich doch. Mich kennt man. Okay. Wie geht's euch denn eigentlich so? Einfach mal so, wie geht's euch? Gut, danke. Nee, gut. Also alles gut hier, gut aufgebaut, gut angekommen und so.
allgemein sehr schöne Con bis jetzt, ja. Okay, das freut mich. Ihr seid eine Corporation aus Star Citizen. Eine Organisation. Und ihr seid hier auf der Con42 vertreten. Was macht ihr hier? Was ist quasi euer Dingsbums? Ich habe auch vergessen, das Mikro dir wieder zu geben. Jetzt darfst du alles erzählen. Was wir jetzt hier machen, ist natürlich unser Konzept natürlich so ein bisschen vorstellen, eventuell neue Mitglieder anwerben natürlich und einfach vorstellen, was wir so tun innerhalb der Corporation und vielleicht auch Handelspartner gewinnen, andere Verknüpfungen kriegen, sage ich mal, zu anderen Orgas. Ja, weil hier relativ viel vertreten sind. Okay, wir haben auch noch ein paar Fragen natürlich vorbereitet. Seid ihr eher Richtung legal oder illegal unterwegs? Ich würde sagen, schon eher legal, ja. Also das ist schon die legalen Explorationsgeschäfte, beziehungsweise ein bisschen Mining machen wir auch und Handel, aber eigentlich alles mit den legalen Gütern, würde ich jetzt schon mal sagen, ja. Aber es ist bei euch beides erlaubt? An sich nicht, nein. Also es ist jetzt, also piraterische Aktivitäten oder sowas oder alles, was erstmal illegal ist für das UEE, sage ich mal, ist erstmal verboten bei uns, ja. Okay, also eher eine legale. Ihr habt quasi Sachen, die ihr macht für die Allgemeinheit auch. Ja, also Transport und so weiter, Personentransport und so ein Zeugs, ist das auch vorgesehen? Nee, Personentransport gar nichts. Also für die alle anderen machen wir eigentlich nichts. Also eventuell der Verkauf von Informationen, heißt, wenn wir bestimmte Systeme was finden, was wir selber jetzt, sage ich mal, nicht verwerten, große Miningfelder, die wir nicht abbauen können, solche Sachen werden wir halt dann verkaufen. Das heißt, das geben wir weiter an die Allgemeinheit, aber im Großen und Ganzen wollen wir schon für uns selber Geld verdienen. Okay, allerdings, da könnte man ja dazu nehmen, ich lese das so raus, als hättet ihr so eine Art Verteidigungsflotte, die quasi Konvois eskortiert oder sowas. Liege ich da richtig? Also wir haben eine kleine Security-Einheit, die sozusagen die wichtigen Sachen von uns beschützen kann, wenn es darauf ankommt. Die werden so ein bisschen mitfliegen bei Transporten, die vielleicht ein bisschen wertvoller sind. Aber im Großen und Ganzen wollen wir da schon auf andere Dienstleister zurückgreifen, also auf andere Orgas oder so, die dann Security für größere Explorationen oder sowas stellen bei uns, ja. Okay, alles klar. Ich bin jetzt hier ein bisschen überfragt, gerade wegen den ganzen Stichpunkten. Du bist ja auch dabei gewesen, hier oben. Ich müsste jetzt nochmal ganz blöd fragen, was hatten wir denn da ausgemacht? Ich bin jetzt gerade froh, dass du hier stehst nämlich. Du weißt es selber nicht. Nee, leider nicht. Der Psyche ist ja da. Ganz kurze Frage. Bei der hier oben haben wir andere Richtung. Wir haben da ein bisschen Probleme, was damit gemeint war. Das ist das Problem, was ich vorhin eben meinte. Wir saßen halt zwischendurch im Meeting und haben uns halt Stichpunkte zu den Fragen gemacht. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, aber grundlegend, es gibt ja einige Sachen, die du Orga erzählen kannst. Jetzt leg doch einfach mal los, was sonst noch interessant wäre. Ja, ich kann sowas noch erzählen. Also wie gesagt, unsere Schwerpunkte sind halt hauptsächlich Exploration, ein bisschen Mining, das heißt, das, was wir finden, bauen wir auch ab und verkaufen das dann auch. Das sind sozusagen unsere Schwerpunkte, die wir haben. Ja. Ansonsten bei uns, wir nehmen auch gerne Anfänger auf, das heißt, wir haben auch ein Ausbildungssystem. Das heißt, diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen mit Star Citizen, können auch gern kommen. Die kriegen bei uns dann so eine Art Einführung und werden so ein bisschen in die Orga mit aufgenommen. Ja. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Ihr seid quasi eine Newcomer-freundliche Orga. Ja, das auf alle Fälle. Also bei uns nicht nur, eigentlich jeder willkommen ab 18 Jahren, sage ich mal, ob alt, neu, viele Schiffe, wenige Schiffe, völlig egal. Ist auch gut, wenn der Fokus nicht darauf liegt, dass man schon, ich sage jetzt mal, ein Veteran ist, um dabei treten zu müssen. Okay, in dem Fall, Zeit? Ich hätte noch mal eine letzte Frage. Du hattest noch eine Frage aus dem Chat, oder? Ja, für hier. Wir haben uns ja eure Internetseite ein bisschen angeschaut und da stand ja, dass ihr so mit Medikamenten und Ähnlichem handeln wollt. Haben wir jedenfalls was dazu gefunden? Auf der normalen Seite. Wir machen auch so ein bisschen Science, also Forschung. Wir wissen ja noch nicht, was es wirklich gibt. Also was man dann, gerade der Schwerpunkt Endeavor, würde ich mal sagen, mit den Forschungspots. Aber welche Richtung es da was gibt, wissen wir ja noch nicht.
Aber wenn es da was geben würde, schauen wir uns das, denke ich, mal auch an. Also Forschung interessiert uns auch, ob das jetzt Medikamente sind oder andere Stoffe. Wir wissen ja noch nicht, was es kommt. Was wird möglich sein, Pflanzen oder Tiere? Das lassen wir uns auch ein bisschen offen. Aber sind wir auch interessiert auf alle Fälle. Also gerade Forschung, Endeavor-mäßig, auch ein Schwerpunkt, ja. Gut, das fanden wir nämlich auch ganz witzig. Deswegen gibt es bei uns noch die Frage, oder war so die Frage, der Placebos. Also, ja, ihr verkauft jetzt irgendwas, was weiß ich, ja später Drogen, das soll ja später gehen und in Wirklichkeit ist es was anderes. Würdet ihr sowas machen, wenn sowas gehen würde? Ist ja quasi ein bisschen Betrug. Nee, eigentlich nicht. Also da wir uns eh auf dem legalen Weg bewegen wollen, wird es halt normale Medikamente oder so sein für die Allgemeinheit. Sowas in der Art, ja. Das ist cool. Wir müssen leider schon weiter, aber danke für die Information und schönen Abend noch. Jo, wir sehen uns ja eh später nochmal. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. So, jetzt geht es erstmal weiter zum nächsten Stand. Und der nächste Stand ist halt ein bisschen kleiner. Wir müssen bloß mal ganz kurz die Tablets tauschen. Und das ist eine ganz, ganz coole Orga. Hallo. Hallo. Wir haben uns halt schon mal gesehen, ne? Ja, ich glaube, wir kennen uns. Ich glaube mal, euer Stromproblem habt ihr gelöst? Das Stromproblem haben wir super gelöst. Ja, wir haben hier eine Steckdose, eine Kabelbox, passt alles wunderbar. Danke. Sehr gut. Okay, wir haben ein paar Fragen zu euch. Ihr habt ja eigentlich ein sehr interessantes Crew-Konzept, wenn ich mich nicht täusche. Ihr habt ja bei euch auf der Internetseite angegeben, dass ihr eigentlich eine Orga sein wollt, die später mit echten Spielern spielen möchte, also versuchen möchte, auf NPCs zu verzichten. Genau, das ist das Konzept. Wir wollen alle Schiffe, ob es jetzt eine Constellation ist oder ob es eine Idris ist, später eine Javelin, da soll der erste bis letzte Mann oder Frau soll menschlich sein, also kein NPC. Quasi wie ein Raid, wie man das aus anderen Spielen kennt, mit einer festen Spielzeit. Und dann fliegen wir los mit den entsprechenden Unterstützungsschiffen, die alle von Menschen besetzt sind. Das ist natürlich Zukunftsmusik noch, aber das ist die Idee. Okay, klingt cool. Aber die Frage ist jetzt natürlich, dass die Schiffe, die werden dann später sehr groß sein und man braucht natürlich sehr, sehr viel Besatzung. Wie macht ihr das? Wie viele Orga-Mitglieder habt ihr oder wie viele Schiffe könntet ihr jetzt so im Schnitt voll bemannen? Sag mal Durchschnittsgröße 3 bis 5 Leute. Also wir arbeiten momentan an einem Crew-Konzept, das so aussieht, dass wir eine Basis-Crew bilden, wo wir quasi einen Kommandanten haben, einen Techniker, wir haben einen Waffenoffizier und wir haben einen Piloten. Das sind quasi die Kern-Crew, Pilot, Kommandant, Waffenoffizier und Techniker. Und die suchen sich ein Schiff aus, bilden eine Crew, werden dabei von uns unterstützt. Da gibt es dann nur einen Kommandanten an Bord und einen Techniker, die tauschen sich nicht durch. Und die können dann eine gewisse Art von Schiffen bedienen, wie zum Beispiel eine Constellation oder Schiffe in dieser Größenklasse, die Freelancer. Für größere Schiffe bauen wir das dann auf durch einen Wissenschaftsoffizier und einen Arzt dazu, bei der Carrack zum Beispiel. Und ganz exotische Schiffe, die eine spezielle Ausstattung brauchen, wie eine Javelin oder eine Idris, da wird ein spezielles Crew-Konzept geschrieben, wenn wir wissen, wer wirklich wo sitzen muss, welche Crew-Stations es gibt und welche Funktionen wir vergeben müssen. Klingt ja alles wirklich sehr, sehr interessant. Es ist natürlich die Frage, wenn man eine begrenzte Spielerzahl hat, aber trotzdem als Flotte gut aufgestellt sein möchte, habt ihr da Crewmitglieder, die da mehrere Posten belegen? Also wir wollen, dass unsere Crewmitglieder sich auf einen dieser Bereiche spezialisieren zu Beginn. Da können die dann auch auf anderen Schiffen eingesetzt werden. Wenn wir zum Beispiel so ein Idris haben, wo man, da hat man nicht nur einen Techniker, sondern da hat man ein Techniker-Team. Und da gibt es dann einen Petty Officer aus dieser Fachrichtung, der die anderen dann unter sich hat und die dann quasi steuert. Die können sich aber auch für andere Sachen qualifizieren. Die sagen, okay, ich habe jetzt die Spezialisierung auf Pilot gemacht, ich würde aber auch ganz gerne was mit Waffen machen. Idee ist halt, dass man sich als Team so zusammenspielt, aufeinander einspielt und dass jeder in seinem Bereich eine spezielle Kompetenz hat, die höher ist als die der anderen, um effizient zu sein. Aber da ist er nicht drauf festgeschossen. Er kann auch flexibel andere Rollen übernehmen. Das ist aber gar nicht verkehrt, wenn man, sage ich mal, flexibel seinen Arbeitsplatz gestalten kann. Genau. Das passt natürlich ganz gut. Jetzt wäre natürlich die Frage, warum trifft man genau diese Entscheidung? Weil Chris Roberts hat ja irgendwann mal gesagt, NPCs werden natürlich sehr hilfreich sein, weil die werden ja auch leveln können wie echte Spieler. Und um große Flotten oder große Schiffe zu unterhalten, sind sie eigentlich für viele in Zukunft unabdingbar. Ich komme aus dem Bereich, aus dem Multiplayer-Bereich anderer Spiele, sage ich mal, wo ich erfahren habe, dass zusammengewürfelte Gruppen in der Regel wenig Erfolg haben, hohen Anspruch, aber wenig Erfolg haben. Und der Erfolg, der hängt an der Regelmäßigkeit, an der Motivation und an dem Eingespieltsein dieser Gruppe. Und das kann ich mit einem NPC nicht. Und ein NPC, der kann mir nicht Tipps geben als Kommandant, wenn ich dem Waffenoffizier den Auftrag gebe, er soll die Frontschilde verstärken und er weiß, er müssen eigentlich die Heckschilde verstärkt werden. Das macht ein NPC nicht. Der ist einfach, wie dumm die nachher oder klug die sind, weiß man nicht. Und wir wollen, und das ist ja das Wichtigste eigentlich, ist ein Multiplayer-Spiel.
Wir wollen keine Orga haben, wo nachher 1000 Schiffe mit 1000 Spielern unterwegs sind, wo immer nur einer drauf sitzt, sondern wir wollen dieses Teamplay. Ja, dieses Miteinander spielen und dieses Kribbeln, was dabei entsteht, diese ganz besondere Dynamik, sich aufeinander verlassen, das wollen wir haben. Okay. Gibt es da bei euch eine Maximalanzahl an Membern, die ihr aufnehmen würdet? Eine Maximalanzahl gibt es so nicht, aber wir sind jetzt nicht drauf und dran, so viele Spieler wie möglich zu rekrutieren, sondern wir wollen natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir die auch zusammenbringen müssen und koordinieren müssen. Deswegen sind jetzt 27 Leute, da sind der eine mehr, der andere weniger aktiv und wir werden jetzt, nachdem hier auch die Con, das war viel Arbeit, dann irgendwann mal vorbei ist, so schade wie es ist, werden wir anfangen, da wieder weiter anzusetzen. Das heißt, wir werden die ersten Teams bilden, versuchen aufzubauen, um dann quasi die Leute auch bei der Stange zu halten, weil die wollen ja auch was machen, sag ich mal. Ne? Nee, ich habe die Frage vergessen, aber ich habe die Antwort mal richtig. Ja, war richtig. Gut. Habt ihr da jetzt auch eine spezielle Richtung? Ich meine, wenn ihr jetzt PvP spielen würdet, ist es natürlich schwierig, mit einer so geringen Mannanzahl auf Dauer durchs Würst zu reisen, weil man müsste sich ja jedes Mal Sorgen machen, dass man auf Deutsch wie die Brieftaube abgeschossen wird. Ja, wir haben, unsere Richtung liegt spielerisch auf Exploration. Das heißt, die große Vision, die wir haben, ist, dass wir irgendwann mal uns eine Mission ausdenken, die wird nicht ausgedacht, die wird geplant, vorbereitet, wo wir einen Sprungpunkt oder ein anderes Universum irgendwo erreichen wollen und dort ein Ziel haben, vielleicht eine Basis zu errichten. Und da planen wir dann die ganzen Ressourcen. Das heißt, wir planen dann die Charak, die durch den Sprungkanal geht, die Sprungdaten übersendet. Da ist Unterstützung dabei, da ist eine Eskorte dabei, da stellen wir alles selber. Auch wenn da der Schwerpunkt nicht liegt auf Kampf oder so, aber das haben wir alles dabei, weil wir autark sein wollen. Und in dieser Gruppe quasi so zu funktionieren, das ist vielleicht am Anfang ein kleiner Konvoi, aber später ist es vielleicht eine Idris, die mit ein paar Hammerheads beschützt ist. Man muss es nur koordinieren können nachher. Und das, ich weiß aus Erfahrung mit anderen Spielen, bei 20 Leuten wird es schon echt schwierig, auch im Teamspeak die Leute zu koordinieren. Thema Idris. Habt ihr aktuell eine Durchschnittsgröße an Schiffen, wo ihr sagt, die bevorzugen wir aufgrund der Spielerschaft, die ihr aktuell habt? Oder ist da bisher nach oben alles offen? Also die Schiffe, die wir momentan viel spielen und gerne spielen, sind zum Beispiel die Constellation, weil die natürlich für so eine Gruppe, 4, 5 Mann oder so, super geeignet ist. Wir spielen auch sehr gerne die Starfarer. Auch wenn es mal lästig ist, wenn die Leute dann durchs Schiff rennen, während des Fluges, die wieder einsammeln zu müssen, weil sie rausfallen. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, an dem wir gerade arbeiten, denn wir haben mal mit 7 oder 8 Mann eine Starfarer bemannt und dann losfliegen will, um eine Mission zu spielen. Der wird sich wundern, wie lange das dauern kann, weil die Leute das Pad nicht finden, die finden das Schiff nicht, die kriegen die Tür nicht auf und so. Und dann sind sie im Schiff, keiner weiß, wo er hin muss, muss einen abholen und so. Das ist sehr aufwendig und sehr schwierig. Und da werden wir anfangen, solche Sachen regelmäßig zu üben, um da Routine reinzubekommen. Das ist so die Größe, die wir momentan haben. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja selber bei einer großen Orga. Und wenn man zusammen Abend plant, ist es relativ schwierig, alle Leute unter einen Hut zu bekommen. Seid ihr da sehr geduldig oder macht ihr regelmäßig die Woche da so ein paar Trainings dafür? Oder wie läuft das bei euch aktuell? Wir sind ja sehr geduldig. Wir haben jetzt noch keine festen, verpflichtenden Zeiten irgendwo eingeführt. Ein Ziel ist es jetzt, wirklich eine feste Zeit zu finden, wo wir sagen, was ich dienstags abends von bis. Da ist die Zeit, wo die Leute wissen, da ist jemand on. Da möchten wir auch viele on haben, um dann gezielt Sachen zu machen. Momentan ist es eher so, dass wir gucken, wer ist abends im TS, wie viele Leute haben wir, um dann zu sagen, komm, wir farmen jetzt mal ein bisschen Kohle, um zum Beispiel unsere mobilen Infanteristen, die jetzt mit der Ausbildungskonzept so ein bisschen beginnen, mit Rüstung auszustatten und mit Waffen, damit die anfangen können zu üben und zu trainieren. Und dann machen wir es mehr spontan eigentlich, ne? Und flexibel, also wenig Zwang momentan drin. Das klingt sehr gut. Ich denke, euer Konzept dürfte wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute interessieren. Weil es gibt mit Sicherheit viele Spieler, die sagen, ich hätte gerne eine Crew, die nur aus echten Spielern besteht, statt NPCs. Habt ihr spezielle Bewerbungskriterien? Aber wir haben keine wirklichen Bewerbungskriterien. Wir haben über eine Altersgrenze nachgedacht, das haben wir aber wieder verworfen, den Gedanken, weil es einfach unfair wäre. Wir geben jedem die Chance, bei uns reinzuschnuppern. Wenn er bei uns reinschnuppert, im Teamspeak nehmen wir mit, spielen mit ihm. Und wenn er sich entscheidet, in unsere Organisation zu kommen, dann fängt er dort als Rekrut an und dann ist er Mitglied in der Organisation, noch nicht exklusiv. Er kann also doch überall anders sein. Und die einzige Pflicht, die er dann hat, ist, dass er sich an unser Leitbild hält. Wir haben ja, wen das interessiert, kann sich mal auf unserer Seite umgucken. Da stehen, oder heute Abend, die Leute gucken das vielleicht noch, gucken sich das auch noch an, können das alles nachlesen. Wir sind zum Beispiel gegen Piraterie. Wir wollen ehrenhaft sein und solche Sachen. Da müssen die sich dran halten. Aber darüber hinaus haben wir in den Rängen keine Verpflichtung. Die fangen ja später an bei den höheren Rängen. Wenn man ein Schiff kommandieren will, muss man vorher auch zeigen, dass man bereit ist, was zu leisten und was zu bieten dafür. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe mal, das ist auch vielleicht einige von euch was, wenn ihr euch bewerben wollt. Die Orga ist Star Team
Und ihr seid, glaube ich, noch gar nicht so lange am Start, oder? Im November sind es jetzt, glaube ich, 2 Jahre, wo der Lukandos und ich, das ist quasi mein Stellvertreter, uns hier zusammengeschustert haben und gesagt haben, wir wollen was machen. Ich wusste, ich schaffe es nicht alleine und habe mir jemanden gesucht, der motiviert ist, der Spaß dran hat. Und das war genau der Richtige und seitdem arbeiten wir an dem Konzept. Ja, und das Konzept ist jetzt fertig. Die Grundausbildung ist fertig. Wir haben eine sehr umfassende Grundausbildung. Die Prüfung alleine dauert, glaube ich, für den Prüfling momentan so 3 Stunden. Das hat aber auch mit viel mit Bugs und sowas zu tun. Hinterher ist derjenige in der Lage, sich im Wörth frei zu bewegen, mit Schiff oder zu Fuß, Schiffe zu rufen, zu claimen, alles Mögliche. Der kann auch die Kappel fliegen zum Beispiel dann. 2 Jahre knapp. Und jetzt immer noch 27 Mann momentan nur. Jetzt ist der Schwerpunkt, Leute zu bekommen. Also wer noch eine Orga sucht, ruhig mal reinschauen. Ja, ist alles unverbindlich erstmal. Klingt gut, ich bedanke mich für das schöne Interview. Ciao. Ciao. Ja, alles gut, viel Spaß dabei. Tschüssi. So, ja, das war das Star-Team. Also wenn es euch interessiert, ne, schaut doch ruhig mal vorbei. Klang jedenfalls sehr, sehr vielversprechend. Wir müssen jetzt zum nächsten Stand. Und das dürfte wahrscheinlich den einen oder anderen von euch... Ach so, falsch. Zu den anderen Stand kommen wir noch. Wir haben jetzt einen neuen Stand, die Deep Dive Corporation. Und ich würde das Wort mal wieder an meinen Kollegen übergeben. Der wird euch da jetzt hoffentlich gut unterhalten. Ich hoffe doch. Tablet-Tausch, jawohl. Okay, einmal Weltreise um die Ecke. Ja. Welches war's denn? Hier, okay. Alles klar. Hi, wir haben uns ja vorhin mal ganz kurz kennengelernt und ihr seid die zwei, die sich dafür jetzt bereit erklärt haben. Das ist sehr schön. Du bist der? Christian. Da bin die. Hi. Hi. Mein Gott. Ihr erklärt uns vielleicht mal ganz kurz. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, man hört mich. ihr erklärt uns ganz kurz, was ihr hier macht, wer ihr seid und so weiter und so fort. Also wir sind die Deep Dive Corporation, kurz DDC. Und gegründet wurden wir 2014 von den Urgründern Taucher und Nachtfalke. Liebe Grüße an dieser Stelle, die leider nicht aus privaten Gründen hier teilnehmen konnten. Wir sind im Prinzip in 3 Teilbereiche aufgeteilt, in die Economic, die Exploration und die Security Fleet. Die Economic, genau, können wir mal schauen, ist noch ein bisschen langsam. Die Economic ist im Prinzip unser Warenwirtschaftsmotor, dessen Aufgabe es ist, sämtliche Waren, egal was es ist, Metalle, Erze, alle Ressourcen, die es gibt, zu farmen, zu verwalten und zu transportieren und den entsprechenden Warenverkauf noch entsprechend voranzutreiben. Darüber hinaus bieten sie auch noch die Möglichkeit an oder haben auch noch die Aufgabe, entsprechende Bergungen von zerstörten Raumschiffen zu übernehmen. Sprich, wenn irgendwo ein liegen gebliebenes Raumschiff ist, nicht nur für intern, sondern auch für extern, wenn irgendwo was zum Reparieren benötigt wird, übernimmt die Economic ebenfalls. Die Exploration ist unsere Forschungsabteilung mit ihren High-End-Raumschiffen in entsprechenden kurzen oder mit ihren mobilen Laboratorien. Ist es die Aufgabe, durch das Wörth zu fliegen und entsprechend nach neuen Lebewesen, neuen Ressourcen, neuen Planeten Ausschau zu halten, um da entsprechend auch, wie nennt es das mal, wie so eine Art Kartografieren. Und dann entsprechend auch Feedback an die DDC zurückzugeben. Und die Security ist im Prinzip die Raumsicherheit für uns selbst. Also im Prinzip einmal für den Objektschutz, den Personenschutz und für den Raumüberwachungsschutz. Okay, ihr seid quasi in allen 3 Teilbereichen sehr gut aufgestellt, so wie sich das anhört. Gell? Wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen und uns hat mal interessiert, warum Deep Dive? Denn so richtig ableiten können wir daraus eigentlich nichts, außer ein Taucher eigentlich nur, wenn wir ehrlich sind. Möchtest du was dazu sagen? Gerne. Das hat was zu tun mit unserer Geschichte. Gemäß unserer Geschichte haben wir letztendlich in der Jetztzeit angefangen als Tieftauchunternehmen und sind dann bei einer Tauchmission durch einen Zeitriss letztendlich in das Universum von Star Citizen gekommen. Wir haben den Namen so gewählt, weil wir sagen, wir möchten später in Star Citizen eintauchen. Wir möchten alles erleben, wir möchten sämtliche Module komplett spielen mit der ganzen Organisation, sodass wir auch durch unsere Aufstellung sämtliche Bereiche abdecken, die technisch später möglich sind. Natürlich im legalen Raum, denn wir planen später uns an die UEE-Gesetze zu halten. Okay, also dann haben wir schon mal erfahren, ihr seid auf jeden Fall legal aufgestellt und ihr wollt es quasi hardcore.
was das Spiel angeht. Alles, was geht. Alles klar. Okay, okay, auf die Frage muss ich noch warten, bis der Psyche wieder da ist. Okay. Ja. Die kommt später, besagte Frage. Ihr wart anscheinend, ja, ihr wart letztens bei der Con 2016 anscheinend dabei, ja? Das war vor, okay. Gibt es was, das euch bei dieser aktuellen Convention besser gefällt? Lässt sich jetzt für uns beide schwer einschätzen, denn ich war nicht da und er war bei der letzten Con auch nicht mit dabei. Das heißt, wir können es jetzt eigentlich nur, also damalige Convention habe ich über Livestream nur verfolgt, leider. Bis jetzt erstmal spontan keine Antwort leider auf deine Frage. Okay, das würde die zweite Frage eigentlich auch aushebeln. Allerdings, wenn du das per Livestream gesehen hast, könnte man eventuell die Frage trotzdem stellen, was hat sich seitdem getan? Die Location finde ich hier angenehmer. Dadurch, dass alles ein bisschen gequetscht ist, kommt man an sich sehr schnell zu jedem anderen Stand. Das heißt, man ist dann ein bisschen intimer, ein bisschen familiärer. Und ich finde auch von der Architektur des Gebäudes her in der Polygonform, macht so ein bisschen was auf. Also im Prinzip mehr ein bisschen Star Citizen. Also da könnt ihr auch von der Namensgebung her, ich weiß leider nicht, wie es letztes Jahr war, auch mit der Captain's Lounge und so weiter. Ich weiß, ob es das letztes Jahr auch gab. Aber im Prinzip finde ich das generelle Umfeld finde ich eigentlich passend. Ja, und um die Frage nochmal zu, was war die andere Frage nochmal mit dem, was vom Unterschied her, was im letzten Jahr? Das war einfach nur, was gefällt euch an dieser Convention besser als bei der letzten? Ich versuch's mal so, da ich beim letzten Mal nicht dabei war, was ich ganz gut finde, ist, dass man hier zum Beispiel hier vorne von der Phoenix, hier vorne mit den Aufenthaltsraum, beziehungsweise auch hier mit diesem Apparatur, wo du dann selber im Star Citizen selber fliegen kannst, also immer mal wirklich so ein bisschen dieses ins Spiel selber nochmal mit eintauchen, also wie funktioniert denn was oder mit dem Schießen hier vorne, mit den Waffen. Also kurz gesagt, die ganze Aufstellung, quasi die Aussteller vielmehr, haben heute Sachen dabei, die sehr interessant sind. Das stimmt auch, also besagtes Gerät wird man später noch zu sehen kriegen, in der nächsten Pause. Jetzt kommen wir zu besagter Frage. Nee, passt schon. Okay. Ich möchte die stellen, bitte. wir haben natürlich noch ein bisschen rumrecherchiert, wir müssen ja auch irgendwie Fragen uns überlegen. Ihr habt einen Shop. Richtig. Wenn man da durchscrollt, da findet man allerhand interessantes Zeug, darunter auch sowas wie Schlüpper, glaube ich, Stringtangas, Strings einfach. Warum keine BHs? Sehr gute Frage. Ich gebe das mal an unseren Gründer weiter und wir schauen, ob dann beim nächsten Con entsprechend was vorhanden ist. Okay, das heißt, es wird dann wahrscheinlich demnächst auf dem Shop eventuell BHs zu den restlichen Sachen geben. Wir werden sehen. Das sind ja eher so Artikel, die einfach generell mal Aufmerksamkeit erzeugen. Achso, Verzeihung. Ich sag, es sind ja eher Artikel dabei, die erstmal richtig Aufmerksamkeit erzeugen sollen. Das scrollt man durch, sagt sich, okay, brauche ich nicht, aber ich habe mal drüber geschmunzelt und dadurch bleibt es dann halt im Kopf oder liefert wie jetzt einfach mal Gesprächsthemen dann für Fragen. Da hast du recht. Ja. ich weiß, was habt ihr eigentlich sonst noch so an Dinge zu bieten? Ich meine, ihr seid ja hier, um zu rekrutieren oder was ist quasi euer Ziel, während ihr hier auf der Con seid? Ich glaube eher mal generell, dass wir die Daseinsberechtigung haben, als Corporation, beziehungsweise Aufmerksamkeit, wer wir sind, was machen wir und wenn die Rekrutierung hängen bleibt, umso besser. Ist natürlich ein schöner, netter Effekt dabei. Aber wir haben auch schon diverse Flyer verteilt. Ich glaube, über 300, 350 Flyer sind bis jetzt schon unter die Hände gekommen. Und wenn jemand dabei hängen bleibt oder sagt, okay, hier die Deep Dive, das wäre was für uns, ist immer wieder gerne auf Discord eingeladen. 300 Flyer sind schon raus. Wow, okay. Das ist ordentlich. Wie viele Gäste sind heute da? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas über 400? 500? Er sagt 500. Ungefähr, schätzt er. War mal die Rede von, ja. Ja. Irgendwie so Pi mal Daumen.
Okay, jetzt würde ich noch gerne wissen, ob noch irgendwas aus dem Chat an Fragen da wären, aber der Psyche ist gerade da hinten und winkt ihm mal einer. Ich kann nicht mit Tablet und allem. Meine Güte. So, wir würden noch gerne wissen, denn wir sind ziemlich leer an Fragen und so weiter. Ist da noch irgendwas? Ich könnte mir eine Frage gut vorstellen, weil euer Orga-Name schlägt gerade in den Zuschauerzahlen ein bisschen ein. Ja, Deep Dive, ne? Da machen die Leute natürlich ihren Spaß drüber. Gibt es einen Hintergrund, warum ihr den Namen euch ausgedacht habt? Oder kam die Frage schon? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil da nehmen wir jetzt nämlich von der Schnitzeljagd so ein bisschen die Antwort vorne weg. Weil im Prinzip ist das die Antwort auf die Schnitzeljagd. Von der Frage, die bei uns zu finden ist. Okay. Ich will mal weniger jetzt einen Kommentar zu geben, weil sonst ist der Spaß raus. Okay, verstehe. Dann lassen wir das erstmal. So, ja, aber der Stand von euch ist ziemlich cool, ne? Mit den Flyern. Ja. Aber wir können euch gerne einen Flyer mitgeben, dann könnt ihr selber mal drüber gucken und dann habt ihr die Antwort. Das klingt ziemlich cool. Wo kriegen wir so einen Flyer? Einmal da vorne zum Tisch, dann ist okay. Für euch bereit. Geben wir uns mal einen Flyer mit hier. Vorsicht, nicht stören lassen. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. So, sag ich mal danke. Gerne. Euch noch einen schönen Abend. Hat mich gefreut, mach's gut, viel Erfolg. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Sehr gerne. So, der Kollege zeigt dir noch ganz kurz ein bisschen was aus vom Flyer. Und wir machen uns gleich auf den Weg zum nächsten Orga-Clan. Und das ist das Headquarter. Ich glaube, vielen ein sehr, sehr großer Begriff. Und weil das so ein großer Begriff ist, darf nämlich der Kollege gleich weitermachen. Wow. Dann behalte ich auch mal das Tablet. So. Das nächste Ziel in unserer Reise auf der Con 42 ist... Rede ich eigentlich zu leise? Nee, ist alles okay. Ist das Headquarter. Und hier ist der Sprecher des Headquarters. Wir haben uns vorhin auch schon mal kurz unterhalten. Und wir würden auch einfach gerne mal wissen... Wer ihr seid, was macht ihr? Wir sind das Star Citizen Headquarter, zu erreichen unter star-citizens.de und einer der ältesten deutschsprachigen Communities überhaupt. Okay, ihr seid also echt lange schon dabei und in dem Fall, aber erst seit Star Citizen oder schon davor? Erst seit Star Citizens. Okay. Okay. Wie ist es eigentlich zum Headquarter gekommen? Wie ist es entstanden, die Geschichte von eurer Organisation? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Irgendjemand hatte mal die gute Idee, ein solches Forum zu eröffnen. Dann gab es mehrere Wechsel bei den Betreibern und letzten Endes lief es darauf hinaus, dass ein Österreicher, ein Schweizer und ein Deutscher nun ein Star Citizen Forum betreiben. Okay, und ich muss es korrigieren, es ist keine Orga, sondern es ist ein Forum. Alles klar. Das ist ein Forum, das ist korrekt. Okay. Gut, wir hätten eine Frage, die nennt sich, wie kam die Idee, ein deutschsprachiges Forum zu erstellen? Ich meine, meistens ist ja alles Englisch. Weltsprache? Das Problem bei Star Citizen ist unter anderem der etwas höhere Altersdurchschnitt. Und es gab jede Menge meiner Generation, die einfach kein Englisch können. Und das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum das Star Citizen Headquarter so erfolgreich wurde, weil wir auch Übersetzungen angeboten haben. Wir haben Leute wie zum Beispiel AstroSam, der Übersetzungen gemacht hat. Ja, und hauptsächlich halt, weil es ein älteres Klientel ist und dieses ältere Klientel mit vielen Dingen, die die neue Welt so bringt, nicht unbedingt so viel anfangen kann. Auch ich habe mich am Anfang schwer getan mit Facebook, Twitter und Konsorten. Mittlerweile bin ich überall, allerdings nur als Chase Hunter. Das deutschsprachig zu halten, das lag uns immer am Herzen, weil viele sonst von dem Spiel ausgeschlossen gewesen wären. Und das wäre doch ziemlich schade. Das ist richtig, ist auch nachvollziehbar. Es ist meistens so, dass Leute, die weiter fortgeschritten sind im Alter,
einfach Probleme haben mit der Sprache. Und mir geht es auch so, ich bin auch nicht gerade der Weltbeste im Englisch sprechen. Von dem her, ich befürworte deutschsprachige Seiten sehr. Gut. Gut, seit wann es euch gibt, das hat man ja vorhin schon, wenn ich mich richtig erinnere. Nochmal ganz kurz, wann war das? 2012. 2012, quasi mit dem Start. Sozusagen, sagt er. Entschuldigung. Gut. Kamen die Orgas auf euch zu oder sprecht ihr die Organisationen an, um quasi mit denen in Verbindung zu treten, um mit denen, ich weiß nicht, Partnerschaften oder sonstige Kommunikation aufzubauen? Das läuft im HQ etwas anders. Es haben sich etliche Organisationen im HQ selbst gegründet. Wir bieten das auch heute noch immer so an, dass sobald eine Organisation 5 HQ-Mitglieder hat, sie einen komplett eigenen Bereich auf unserem Server bekommt, den sie selber administrieren kann. Das gilt hauptsächlich natürlich auch für die kleineren Organisationen. Das gilt aber auch für größere Orgas. Wir haben Zulauf aus allen Ecken. Sowohl Freelancer als halt auch Orgas, die uns dann ansprechen, hier, wie sieht's aus? Und ja, das ist im Normalfall kein Problem. Okay, also man kann es auf jeden Fall als Anlaufstelle, um sich dann in eine Orga einzufügen, sehen. Das ist teilweise korrekt. Man kann es aber auch so sehen, dass man bei uns eine eigene Orga gründen kann. Das geht auch. Okay. Und ich meine, es ist auch alles, trotz dass es in Anführungszeichen keine Orga, sondern nur ein Forum ist, was ja trotzdem gut ist. Wie handelt ihr Gut und Böse in dem Sinne? Also es ist zwar keine Orga in dem Sinne, aber ihr seid ja eine Gemeinschaft nach wie vor. Und wie handelt ihr das Gut und Böse? Weil es gibt ja immer diesen Clinch Gut und Böse und so weiter und so fort. Eine Organisation ist ja oftmals nur in eine Richtung orientiert. Seltener, glaube ich, eher in beide Richtungen. Bei uns gibt es Platz für Piraten genauso wie für Kopfgeldjäger. Unser Forum ist neutral, was das angeht. Und das bleibt auch so. Also bei uns haben Organisationen, egal was sie tun, einen Platz. Der Pirat gehört genauso zum Spiel wie der Kopfgeldjäger. Der Händler gehört genauso zum Spiel wie das Security-Unternehmen. Da sind wir komplett neutral. Okay, das ist gut zu hören. Nochmal eine Organisation bzw. ein Forum, in dem sich eine Spielergruppierung finden kann, die alle Seiten akzeptiert. Ganz kurz, sind wir eigentlich noch in der Zeit? Ich habe das Zeitfenster vergessen. Ich kann noch was fragen. Du hast noch Fragen? Ja. Okay. Also ich bin der Psychshot, ich bin der Robert. Und was mich jetzt interessiert, wie ist das bei euch? Bietet ihr spezielle Anlaufstellen für irgendwelche Mitarbeiter, die zum Beispiel Datenbanken oder ähnliches haben, also wo es ein bisschen technisches Know-how gibt? Habt ihr da irgendwas? Wir haben selber jemanden in der Administration, der sich damit hervorragend auskennt. Aber wir haben auch einen extra Bereich für solche Aktionen. Da kann man sich gerne Rat holen, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ein eigenes Technikforum, da kann man auch Beratung kriegen, zum Beispiel zum Erwerb vom PC. Wir haben eine eigene Datenbank, auf der das ganze System natürlich läuft. Wer da Interesse hat, kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen und sich das auch mal angucken. Das ist auch kein Problem. Das ist nämlich ganz praktisch, weil viele fragen ja heute zum Beispiel, was brauche ich für Star Citizen für Anforderungen, was kann ich machen? Was geht nicht? Und da gibt es ja zum Beispiel die Frage 16 GB Arbeitsspeicher 32 und die werden natürlich bei euch gut gelöst. Ihr habt ja gesagt, ihr seid ein deutschsprachiges Forum. Wie sieht das mit den Internationalen aus? Also breitet ihr eure Fühler da in den internationalen Bereich auch aus? Ja, selbstverständlich. Wir haben Partnerschaften mit Star Citizen Italien, Star Citizen Australien, sage ich schon, Österreich natürlich und Star Citizen France. Die sind bei uns mit verlinkt und wir bei denen. Laufen die auch unter dem Namen Headquarter oder haben die eine komplett eigene Bezeichnung? Das sind eigene Partnerschaften, die wir eingegangen sind. Das sind eigene Seiten, eigene Forenseiten wie wir. Nur halt italienisch, französisch und österreichisch, wenn man das so nennen will.
Das aber finde ich ja nicht ganz cool. Das ist eigentlich aus der Idee, ein deutschsprachiges Forum zu gestalten, auch der internationale Aspekt nicht vernachlässigt wird. Ich denke mal, das ist auch in den heutigen Tagen eigentlich noch ganz wichtig, weil jede Community in jedem Land hat so ein bisschen ihre eigene Verständnisfrage, wie was funktionieren sollte und natürlich auch damit ihr unterschiedliches Know-how. So, gut. Gibt es noch irgendeine Frage von euch an uns? Gut, ich merke schon. Ich bedanke mich für das Interview. Durchsage. Falschparker. Ja. Das ist wie ein Jäger ohne Landeerlaubnis auf dem Landepad, ne? Irgendwann kommt dann die Aussage. Also für alle, die es gerade nicht gehört haben, hier hat jemand falsch geparkt, da kam gerade eine Durchsage deswegen. Cool. Ich bedanke mich, dass wir kurz mit euch reden durften. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, ciao. So, also ihr habt das mitbekommen. Ein sehr, sehr großes Forum. Und hier haben wir übrigens gerade jemanden. Möchtest du was sagen? Ich? Nee, hier. Willst du das verlosen? Hab ich eben von Ulf abgreifen. Von Ulf? Das wird nicht verlost, das gehört mir. Ja, also das ist der Chroms übrigens, ne? Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ein oder andere kennt ihn. Gut, aber wir machen jetzt kein Interview mit dir, ne? Gut. Wir sollen das verlosen. Goodie. Wir gucken mal, was sie machen lässt. So, kommt mal mit. Wir gehen jetzt nämlich zum nächsten Stand. Zu einer sehr, sehr interessanten Orga, die für mich sehr interessant ist. Können wir mal kurz tauschen? Ja? Okay. Und zwar ist der Hintergrund, einige kennen mich ja. Ich bin ja zum Beispiel ein Pirat. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der später durchs Universum fliegt und sagt, hey, ich bin jetzt zu allen friendly und so weiter und so fort. Ich mag Kriminalität, Machenschaften und Ähnliches. Und der beste Ansprechpartner dafür ist natürlich in dem Sinne das Kartell. Und da gucken wir mal, ob wir hier kurz jemanden haben, mit dem wir hier reden können. Hi. So, wer ist der Ansprechpartner für mich? Das ist cool. Dein Name ist? Christian, Secret Templar. Okay, ich bin Robert. So, hi. Ich muss mich mal ganz kurz fassen. Ihr seid nämlich gerade die Letzten, ich brauche ein bisschen Zeit. So, ihr seid ja das Kartell. Und eure Ausrichtung ist, ihr seid ja eine Piratenorga und eine relativ große und sogar erfolgreiche, wie ich könne, oder? Nee, das ist erstmal falsch. Also wir sind keine Piratenorganisation. Entschuldigung. Also wenn man sich das mal hier anschaut, wir haben 6 Spielbereiche. Das heißt, bei uns können die Spieler selber entscheiden, in welchem Bereich, welche Spielmechanik sie nutzen wollen. Wir wollen unsere Spieler nicht einschränken. Sie sollen das Spiel so nutzen, wie es ihnen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, die Spieler können sich auswählen, ob sie Forschung betreiben wollen, ob sie Schmuggel betreiben wollen oder ob sie Freibeuterei betreiben wollen. Das heißt, Piraterie, ja, ist ein kleiner Teil des Kartells, ist auch Piraterie, ja. Okay, das ist interessant, vor allem, weil du sagst, kleiner Teil. Ich kenne Kartell zum Beispiel als Piratenorga. Also das höre ich sehr, sehr oft. Piratenorga-Kartell, auch bei anderen Mitspielern. Ist schon sehr interessant, aber es ist cool, dass ihr mehrere Bereiche da diesbezüglich anbietet. Also wir haben auch zum Beispiel die Raumüberlegenheit, die ja auch Piraten halt bekämpft. Beziehungsweise dann halt auch der Profitstaffeln, also der Versorgungsrouten halt dann auch eben Geleitschutz geben. Ne? Also, ja. Also das ist auch wieder interessant. Ihr bietet quasi für alles etwas an, aber streut so ein bisschen das Feuer untereinander. Jein. Also natürlich greifen Kartellmitglieder keine Kartellmitglieder an. Ne? Aber ich meine, wenn man das sieht, das heißt ja auch Supradar, das heißt ja nicht Piraterie. Und das Supradar ist ja viel mehr. Also, da gehört natürlich auch Schmuggel dazu, da gehört natürlich dann auch Informationsbeschaffung mit hinzu. Und es finde das immer schade, wenn das immer nur auf Piraterie beschränkt wird. Ne? Ja. Kann ich nachvollziehen. Das ist natürlich die Frage, wenn ihr so groß seid, also wie viele Mitglieder habt ihr denn so im Schnitt? Aber wir sind mittlerweile über 2000 Mitglieder, ja. Oh, das ist eine schöne Summe. Wie macht ihr das dann? Wie kann man dann sich merken, wer zum Kartell gehört? Habt ihr da irgendeinen Händel, einen Kürzel vom Namen? Ist die Pflicht vielleicht? Also wir warten natürlich darauf, dass CIG uns dementsprechend etwas an die Hand gibt, dass man natürlich dann auch die Organisation natürlich auch im Spiel halt dann zu sehen ist. Momentan ist das natürlich so auf dem Server schwer zu merken, wer zum Kartell gehört und wer nicht. Ne? Okay, und wenn jetzt mal die Situation eintrifft, man schießt jetzt sich gegenseitig ab. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen, Strafen, wenn das vor allem öfters vorkommt oder ähnlichem? Also wir haben jetzt die Regel eingeführt, dass wenn man angegriffen wird und der andere äußert sich als Kartellmitglied, dass dann eben der Angriff einzustellen ist. Ansonsten kann das natürlich passieren, aber es hat jetzt ja auch noch nicht sehr viele Konsequenzen in dem Spiel. Cool, hätte sein können, dass es von eurer Seite da Konsequenzen gibt. Weil das ist ja fürs Forum, sage ich jetzt auch nicht immer sehr förderlich. So, wo ist der Kameramann? Der Kameramann ist da drüben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau.
Wenn jetzt natürlich, sage ich mal, ja, bei der Größe und bei diesen verschiedenen Bereichen, die ihr habt, gibt es allgemein Aufnahmekriterien oder gibt es für jeden Bereich einzelne Aufnahmekriterien? Nein, also man tritt prinzipiell erstmal dem Kartell bei. Und was wir da natürlich vorhaben, ist natürlich, dass man auch kommunizieren kann, dass man sich auch ausdrücken kann. Das heißt, jeder, der sich bei uns bewirbt, muss sich natürlich auch vorstellen. Und dementsprechend wird dann auch die Bewerbung angenommen. Er sollte auch über 18 Jahre alt sein. Und wenn er dann im Kartell drin ist, dann kann er sich für eine Staffel entscheiden und bewirbt sich dann halt beim Staffelleiter für diese Staffel. Das heißt, man trifft sich mal, guckt, ob man zusammenpasst, ne, ob auch die Spielzeiten zusammenpassen. Und so kann man dann halt einer Staffel, also einer kleineren Gruppierung beitreten. Ne. Gut, klingt gut. Aber gut, 18 Jahre ist halt so, das kennt man bei den meisten. Wenn ihr so viele Spieler habt, habt ihr da auch viel internationale Spieler oder seid ihr eine rein deutsche Orga? Also wir sind eigentlich eine deutschsprachige Organisation. Das heißt, bei uns wird auch in der Regel Deutsch gesprochen. Mir ist jetzt kein Mitglied bekannt, was jetzt irgendwie aus dem englischsprachigen Raum zum Beispiel kommt. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe bei mir gerade was zugemacht. Das ist auch interessant. Warum der Name Kartell? Wie wir gerade schon mitgekriegt haben, der Name Kartell taucht ja eigentlich als Piraterie auf. Also es klingt eigentlich auch in dem Sinne so ein bisschen kriminell, sagen wir mal. Das ist so den Eindruck, den man so als Außenstehender hat. Warum der Name? Das ist eine gute Frage. Also ich ich bin noch nicht so lange in der Organisation, dass ich Gründungsmitglied bin. Ne? Aber Kartell kennt man natürlich auch aus anderen Bereichen. Also wenn man zum Beispiel dann an Firmen denkt, die halt zusammen ein Kartell bilden. Ne? Gut. Also das ist nicht rein auf illegale Geschäfte halt basierend. Ne? Ja, ist halt der erste Eindruck, den man natürlich bekommt, ne? Film, Fernsehen und so weiter und so fort. So, müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, haben wir gerade gehabt. Ja gut, negativer Ruhm in dem Sinne, wenn man jetzt in der breiten Masse als kriminell ansieht. Das sollte euch in dem Sinne ja gar nicht so großartig stören, oder sagt ihr dann doch eher, na, ist nicht so cool, weil wir besetzen ja das ganze Spektrum. Genau, also ich meine, diejenigen, die Freibeuterei betreiben, sind ja nur ein kleiner Teil von den Spielern. Also wir haben sehr viele Händler, wir haben sehr viele Forscher, wir haben sehr viele in der Raumüberlegenheit und da hoffen wir natürlich, dass der Ruf der anderen natürlich dem aus UE-Sicht negativen Ruf halt dann überwiegt. Ne? Wie ist denn das dann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt jemand, der wir denken jetzt mal schwarz-weiß, ich bin auf der guten Seite und ich bin auf der bösen Seite. Ist das Handeln und das Interagieren untereinander erlaubt oder gibt es da strikte Grenzen bei euch? Nein, also Staffeln, wir unterstützen das sogar, wenn Staffeln halt untereinander etwas machen. Und nur weil jemand mal hin und wieder halt Freibeuterei betreibt, heißt das nicht, dass er nicht auch mal Handel betreiben kann oder mit einem Händler halt zusammenarbeiten darf. Ne? Das klingt gut, das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu anderen Organisationen, die sagen, das wollen wir nicht. Ist zum Teil nachvollziehbar, aber das werden wir halt machen. So. So viele Fragen haben wir gerade gar nicht mehr. Ja, mit dem Gut- und Böse-Handeln haben wir ja gerade gesprochen. Ihr seid ja relativ offen. Gibt es denn von den Zuschauern irgendwelche Fragen an das Kartell? Oder von dir? Ja, es gibt noch eine Frage, die mir jetzt gerade hier noch auf dem Tablet liegt. Und zwar, ich habe das Gespräch leider nicht ganz so gut mitbekommen. Dankeschön. Weil es hier verdammt laut ist. Aber wie ist die Was ist die aktivste Staffel beim Kartell, wurde gefragt. Also wir haben einige aktive Staffeln. Also man muss das auch immer pro Bereich sehen. Also das Marine Corps ist zum Beispiel relativ neu, weil es ja erst mit Star Marine dazugekommen ist. Das heißt, das ist sehr aktiv momentan, weil man auch mit Star Marine halt Spielinhalte hat. Wenn man zum Beispiel, wenn man nach Search and Rescue guckt, ist momentan noch, sind noch nicht viele Spielmechaniken drin. Das heißt, da ist momentan eher noch wenig los. Ne? Also kurz gesagt, bei euch ist eigentlich alles aktiv, was spielmechanisch auch schon im Game ist sozusagen. Genau, und dann gibt es natürlich auch Staffeln, die selber halt Spielinhalte schaffen. Ne? Also wenn man halt ein bisschen kreativ ist und sich Szenarien ausdenkt, dann kann man natürlich auch was im Spiel jetzt auch schon was auf die Beine stellen. Ne? Beispielsweise, ich sag mal Racing, wobei das jetzt eher weniger eine Staffel sein wird. Genau, oder halt auch staffelübergreifend, dass zum Beispiel eine Supra-Darstaffel sagt, hier, wir brauchen mal gerne einen Konvoi, wir würden gerne mal testen, wie es das ist, einen Konvoi halt auszuspionieren und den anzugreifen und dann kommt die Raumüberlegenheit, die den Konvoi halt schützen möchte. Und so halt baut man halt etwas auf, dann auch staffelübergreifend und auch bereichsübergreifend, um halt gemeinsam was aus diesem Spiel zu machen. Ja, definitiv besseres Beispiel. ja, aber sonst? Du hast noch was? Okay, der Psyche hätte noch was. Noch eine Durchsage? Wir machen einfach weiter. So, wenn ihr so eine große Orga habt, habt ihr eine Aufnahmebegrenzung oder wollt ihr noch hier vielleicht doppelt so viel haben oder dreimal so viele Leute haben? Also eine Aufnahmebegrenzung haben wir nicht, weil unser Staffelsystem halt so dynamisch ist. Wenn wir jetzt viele haben, die gerne Forschung machen wollen und die Forschungsstaffeln sind so voll, dass wir sagen, wir brauchen neue Forschungsstaffeln, dann machen wir neue Forschungsstaffeln auf. Bei uns ist das dazu organisiert, wir haben die Organisationsleitung, darin sitzen halt dann die Bereichsoffiziere, die halt die Bereiche leiten.
Und darunter gibt es die Staffeln, ihren Staffelleitern. Das heißt, die Kommunikation ist immer gegeben, sowohl von unten nach oben, als auch von oben nach unten. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, dass wir zum Beispiel keine typische Massenorganisation sind, weil wir uns schon auch wirklich organisieren, um mal zu sehen, dass alle auch irgendwie eingebunden sind, ne, in dem Spiel. Gut. Wie sieht es aktuell bei euch mit Aktivität aus? Ich meine, es gibt ja auch andere große Orgas, natürlich nichts wahrscheinlich in der Größenordnung. Ich selber bin ja bei Sinister, wir sind ja auch nicht unbedingt klein. Wir haben aber das Problem, dass bei uns die Aktivität sehr überschaubar ist. Wie ist das bei euch aktuell? Also das schwankt immer. Man hat natürlich immer Durchschrecken zwischen den Patches, auch wenn die Patches jetzt nicht so super waren. Und ja, wenn halt ein guter Patch rauskommt, dann steigt natürlich auch die Aktivität. Man sieht das auch in den Mitgliederzahlen, die halt wieder steigen. Ist ja immer durchwachsen natürlich. Aber es gibt halt Staffeln, die sind sehr aktiv. Und dann gibt es halt Staffeln, die sind weniger aktiv. Ne? Eine letzte Frage noch in dieser Runde. Wie ist das bei euch, wenn Leute einfach mal schnuppern wollen, angucken wollen, einfach so offen mit euch spielen wollen? Da seid ihr doch bestimmt eigentlich sehr flexibel, oder? Da sind wir sehr flexibel. Wir haben auch eine neue Organisationsstruktur geschaffen. Das ist die Academy, die Cartel Academy, die Inhalte vermitteln soll an Mitglieder, wo aber auch gerne andere reinkommen können zum Schnuppern. Also Donnerstag ist immer Academy Day, wo auch jeder natürlich gerne zum Schnuppern vorbeikommen kann. Cool. Werde ich vielleicht mal bei euch vorbeischneiden. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. So, ich bedanke mich erstmal. War mir eine Freude. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt haben wir den letzten Stand weg. So, und jetzt wird man wieder zurückgeben wollen. Ja, unser Kameramann klärt das gerade ab. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ein paar coole Informationen. Wir sind für heute erstmal raus und wir kommen später natürlich nochmal wieder. Aber jetzt ist erstmal für uns Pause. Viel Spaß mit dem restlichen Programm. Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß und schwenke nochmal kurz auf den Doktor darüber. Hier. Schade.